Hallo, hier ist dieser Paul mit dem Thema Processing installieren und starten. Processing ist eine Programmiersprache speziell für Grafiken, Animationen und Simulationen. Processing findet man auf der Seite processing.org. Auf der Seite gibt es eine Menge Beispiele, die demonstrieren, was Processing alles drauf hat. Durch die beiden JavaScript-Bibliotheken p5.js und Processing.js können Processing-Grafiken und Animationen auch Teil einer Webseite werden. Die Installation verläuft wie folgt. Ich klicke auf den Link Download, klicke dann mal ausnahmsweise hier drauf und auf Download. Processing gibt es für macOS X, Windows und Linux. Für mein Linux Mint lade ich das Linux 64-Bit-Paket herunter und entpacke das Paket in meinem Home-Verzeichnis. Datei speichern und entpacken. Paket anklicken. Verzeichnis auswählen und auf Entpacken klicken. Home-Verzeichnis anklicken und auf Entpacken klicken. Um Processing zu starten, gehe ich ins Home-Verzeichnis, in den Processing-Ordner und klicke doppelt auf Processing. Und abschließend klicke ich auf den Button Ausführen. Nun kann ich die Processing-Befehle in die Entwicklungsumgebung schreiben, so zum Beispiel Point, Klammer auf, 50,50 Klammer zu Semikolon, um einen Punkt zu zeichnen. An erster Stelle kommt die X-Achse und an zweiter Stelle die Y-Achse. Nun kann ich mit dem Starten-Icon das Programm starten. Der Punkt ist nun hier so klein, die kann man gar nicht sehen, aber er ist da. Mit dem Stoppen-Icon wird das Programm beendet. Oder ich nutze Sketch, Starten, Stoppen. Die Funktion Random gibt einen zufälligen Wert zurück. Benutze ich Random als zweiten Wert von Point, landet der Punkt irgendwo auf der Y-Achse. Starten. Jedes Mal woanders, wenn ich das Programm neu starte. Ebenso kann ich Random auch für den X-Wert benutzen. Alle Zeilen, die innerhalb der Funktion Draw zeichnen stehen, werden kontinuierlich immer und immer wieder ausgeführt. Steht Point in der Draw-Funktion, haben wir unsere erste kleine Animation, die dann so aussieht. Mit der Seite sketchpad.cc ist es auch machbar, Processing ohne Programm auszuprobieren. Folgende Seiten sind für Interessierte vielleicht hilfreich. Einmal die Tutorials auf der Seite processing.org selbst. Dann die Seite lernprocessing.wordpress.com. Hier gibt es Tutorials auf Deutsch und dann noch die Seite funprogramming.org. Hier gibt es Videotutorials auf Englisch. Das war User Paul von Screencast. Ciao und viel Glück!